Hallo, in diesem Video geht es um den Befehl Biegezonen anpassen. Und zwar Highcut, wenn man sich die Struktur eines Kantbleches ansieht, dann gibt es ja hier immer eine Blechlasche und eine Biegezone. Und diese werden unterschiedlich angepasst. Im Grunde genommen muss man sich so vorstellen, geht es bei den Biegezonen hauptsächlich um die Abwicklung. Dafür lege ich hier meine Abwicklung hierher, um es einfach besser darstellen lassen zu können. Hier sieht man, diese zwei Biegezonen sind derzeit noch nicht angepasst. Deswegen sieht es hier, ich hoffe, dass es hier ist, die Abwicklung auch noch sehr komisch aus. Dazu gibt es den Befehl Biegezonen anpassen. Ich persönlich würde diesen Befehl ganz zum Schluss des Bleches, wenn das Blech schon fertig ist, erst anwenden, weil dadurch werden sehr hochwertige mathematische Berechnungen erzeugt und dadurch sind viele Befehle eventuell nicht mehr anwendbar. Deswegen sollte man dies eher zum Schluss machen. Im Grunde genommen, wenn ich den Befehl starte, gibt es hier drei Möglichkeiten. Entweder ich wähle einzelne Biegezonen an, so wie in diesem Fall, oder einzelne Biegezonen, das heißt, wenn ich diese anwähle jetzt nochmal, dann sieht man hier auch schon in der Vorschau, hat er mir die linke und rechte Seite dieser Biegezone angepasst. Oder ich kann natürlich hier auch das gesamte Blech anwählen. Im Grunde genommen habe ich hier meine Vorschlagswerte, das heißt, ich kann hier eben auswählen und man sieht es hier auch im Bild schon, wie die Vorschau in der Abwicklung aussehen würde, oder ich möchte hier hohl außen. Man sieht auch wieder hier die Vorschau, bauchig innen, linear, gerade, oder man möchte gar keine haben. Ich möchte hier einfach mal auf linear gehen für das gesamte Blech. Hier könnte ich das für alle übernehmen, das heißt, ich werde vorher nochmal für alle eine andere auswählen und dann kann ich hier sagen, für alle übernehmen. Oder dann zurück auf linear und hier wurden auch dann alle übernommen. Könnte hier natürlich dann auch einzelne weglöschen. Mit OK möchte ich das einfach mal ausführen. Man sieht hier auch sofort, dass die Abwicklung jetzt nicht mehr aktuell ist. Das heißt, ich gehe auf die Abwicklung, rechte Maustaste und sage hier abgleichen. Und man sieht hier sofort den unterschiedlichen, die neue Abwicklung, wie es dann aussehen würde. Ich kann diese Abwicklung natürlich auch komplett manuell erweitern. Das heißt, ich kann natürlich hier auch jederzeit hergehen und sagen, ich möchte hier auf die Biegezone und diese einzeln verlängern oder auch mit zwei Punkten. Das heißt, ich möchte hier, dass in diesem Fall dieser Punkt hierher kommt und dieser Punkt soll hierher kommen. Das heißt, ich habe natürlich die verschiedensten Möglichkeiten, wie ich dies anpassen kann. Man sieht hier natürlich sofort, dass ich hier eine Kollision habe. Und hier wäre das Ergebnis, wie es dann in der Abwicklung aussehen würde. Dahingehend könnte ich natürlich auch für unterschiedlichste Maschinen meine Abwicklungen vordefinieren und diese natürlich jederzeit hier auch wieder abändern. Wenn ich hier in diesem Fall wieder den Befehl auswählen würde, könnte ich natürlich die Biegezonen auch nachträglich jederzeit ändern. Hier möchte ich noch dazu sagen, dass man hier mit diesen sogenannten Biegezonen natürlich auch darauf achten soll, welche Maschine man im Hintergrund hat, weil für einen Laser möchte ich dies eventuell so anpassen, für eine Stanznippelmaschine möchte ich es natürlich vielleicht sogar anders anpassen.
Bei den Biegezonen habe ich natürlich auch noch die Möglichkeit, mit sogenannten Tropfkanten oder mit Freistichen zu arbeiten. Das heißt, das möchte ich hier auch noch schnell mal zeigen. Das heißt, ich lösche hier das noch mal kurz weg und möchte hier einen Freischnitt machen. Das heißt, ich muss hier einfach diese zwei Kanten anwählen. HiCut sucht mir den minimalen Radius aus und hat mir hier eine Rundung reingemacht. Ich schaue mir das nochmal in der Abwicklung an und hier sehe ich dann auch das Ergebnis. In diesem Fall, schon so wie gesagt, möchte ich darauf hinweisen, dies sollte man vorher mit dem Lieferanten, der die Bleche produziert, absprechen oder wenn es selbst produziert wird, natürlich mit der Fertigung, weil man hier natürlich sehr viel Arbeit sparen kann, wenn man diese Punkte vorher berücksichtigt.